Hallo Leute, ihr seht ja ganz aufgeregt aus. Was ist denn los? Juhu! Noni Nama. Oh, es ist der erste Tag Schule nach den Sommerferien morgen? Wie aufregend! Das ist eine gute Frage, Klein Ethan. Was braucht ihr für euren ersten Tag in der Schule? Sollen wir das herausfinden? Okay. Erstmal braucht ihr etwas, worin ihr eure Sachen transportieren könnt. Irgendwelche Vorschläge? Das ist richtig. Wir brauchen einen Ranzen. Ethan, kannst du sie holen? Aha. Perfekt. Aber wir brauchen auch noch etwas zum Lesen. Das ist einfach, nicht wahr, Klein Ethan? Du hast recht. Wir brauchen ein paar Bücher. Kannst du welche holen? Jetzt haben wir auch die Bücher. Aber wir brauchen immer noch mehr Sachen. Irgendwelche Ideen? Etwas zum Schreiben? Das ist eine großartige Idee. Also brauchen wir... Stifte! Auf geht's, holen wir welche. Aha. Also, gibt es noch andere Sachen, die wir brauchen? Du hast recht, kleiner Ethan. Wenn ihr Mathe habt, braucht ihr etwas zum Messen und etwas zum gerade Linien zeichnen. Wie nennt man das? Ein Lineal, das ist richtig. Kannst du eins für dich und eins für Ethan holen? Also, all die Vorbereitungen machen euch hungrig? Also tatsächlich müssen wir für morgen auch eine Vespa packen. Was würdet ihr gerne essen? Sandwiches? Das klingt nach einem Plan. Kannst du welche holen? Perfekt, Leute. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Lasst uns die Ranzen packen. Okay, fangen wir an mit den Büchern. Ein Buch in jeden Ranzen. Dann brauchen wir etwas zum Schreiben. Ethan, wo sind die Stifte? Ach ja, richtig. Sie sind schon in den Ranzen. Wir brauchen auch etwas zum Messen. Lasst uns die Lineale in den Ranzen tun. Und zum Schluss wollt ihr auch nicht hungrig sein in der Schule. Wir nehmen besser die Sandwiches mit. Das ist perfekt, Leute. Ihr seid bereit für euren ersten Tag in der Schule. Was meinst du, kleiner Ethan? Du hast recht, kleiner Ethan. Natürlich habt ihr Pausen in der Schule. Wollt ihr das auch üben? Okay, dann machen wir jetzt eine Pause und ruhen uns aus, bevor ihr morgen in die Schule müsst. Tschüss, Leute. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Hallo, klitzekleiner Ethan. Wie geht es euch heute? Habt ihr Lust, Murmeln zu spielen? Yahoo! Yahoo! Großartig. Ihr müsst versuchen, die Murmeln aus dem Kreis zu schubsen, beginnend mit der kleinsten. Kannst du es uns zeigen, Ethan? Toller Wurf! Jetzt bist du dran, klitzekleiner Ethan. Die kleinste Murmel zuerst.
Toll gemacht. Du bist dran, Ethan. Schieß die kleinste Murmel aus dem Kreis. Oh. Gut gemacht, Ethan. Juhu. Jetzt musst du die mittelgroße Kugel treffen, klitzekleiner Ethan. Toll gemacht, klitzekleiner Ethan. Du hast die Murmel rausgekickt. Du bist dran, Ethan. Die mittelgroße Murmel musst du treffen. Ah. Juhu. Großartig. Jetzt musst du die große Murmel aus dem Kreis schießen, klitzekleiner Ethan. Das ist schon okay. Du musst ein bisschen stärker schießen. Du bist dran, Ethan. Großartig gemacht. Oh. Hm, hm, hm. Oh. Juhu. Sehr gut, klitzekleiner Ethan. Juhu. Das Murmelnspielen hat viel Spaß gemacht. Juhu. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, klitzekleiner Ethan. Wie geht es dir heute? Was hast du vor? Du möchtest Achterbahn fahren? Und währenddessen möchtest du Bälle fangen und Farben und Zahlen lernen? Großartig. Dann fangen wir an. Bist du bereit für deine erste Fahrt? Auf geht's! Schau, klitzekleiner Ethan. Das ist der erste Ball. Orange. Gut gemacht, klitzekleiner Ethan. Auf geht's, finden wir noch einen Ball. Hallo, klitzekleiner Ethan. Siehst du das? Jetzt sind dort zwei Bälle. Du musst zweimal springen. Großartig. Grün. Gut gemacht, klitzekleiner Ethan. Hallo, klitzekleiner Ethan. Jetzt sind dort drei Bälle. Du musst dreimal springen. Gut. Blau. Ja. Hopp. Gut gemacht, klitzekleiner Ethan. Auf geht's, finden wir noch mehr Bälle. Klitzekleiner Ethan, siehst du den Looping? Bist du bereit, den Ball zu fangen? Großartig. Rot. Fantastisch, klitzekleiner Ethan. Hallo, klitzekleiner Ethan. Jetzt sind dort vier Bälle. Du musst viermal springen. Gut. Gelb. Gut gemacht, klitzekleiner Ethan. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben Zahlen und Farben gelernt. Juhu.
Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Juhu! Yahoo! Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Hast du Lust, ein Zoospiel zu spielen und Farben mit uns zu lernen? Ah! Großartig! Lass uns spielen! Oh! Such die Farbe des Löwens aus dem Korb, Ethan! Das ist richtig, Ethan. Der Löwe ist braun. Ah. Wähle die Farbe der Giraffe aus dem Korb, Ethan. Das ist richtig. Die Giraffe ist orange. Wähle die Farbe des Pinguins aus dem Korb. Du hast schon wieder recht, Ethan. Der Pinguin ist blau. Wähle die Farbe des Elefanten aus dem Korb, Ethan. Das ist richtig, Ethan. Der Elefant ist lila. Hm. Oh. Wunderbar, Ethan. Du hast so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Morning, Mama. Braun. Orange. Blau. Lila, wir hatten heute so viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Hallo Leute, habt ihr Spaß? Das ist richtig, Ethan. Der See ist zugefroren. Aber natürlich, das ist die perfekte Zeit, um Hockey zu spielen und Farben zu lernen. Vorsicht, Leute! Es ist sehr rutschig da. Okay, was haben wir hier? Großartig! Rote Helme für die Sicherheit. Was kommt noch? Rote Schläger und bunte Pucks. Wir sind bereit zum Spielen. Fangen wir mit dem roten Tor an. Kleiner Ethan, welcher von den Pucks hat die gleiche Farbe wie das rote Tor? Tor! Gut gemacht, kleiner Ethan. Als nächstes das blaue Tor. Gleiche Frage, Ethan. Welcher hat die gleiche Farbe? Oh.
Toll gemacht, Ethan. Und zum Schluss das grüne Tor. Perfekt, kleiner Ethan. Da sind noch jede Menge andere Pucks. Lasst uns noch ein paar Tore schießen. Wow, ihr seid richtige Hockeyspieler. Viel Spaß noch. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.